US-Präsident Donald Trump macht immer wieder Schlagzeilen mit rassistischen Attacken. Was seine Gegner auf die Palme bringt, begeistert seine treue Wählerbasis. Demokratische Abgeordnete. Vier demokratischen Parlamentarierinnen legt Trump nahe, in ihre Heimatländer zurückzukehren, obwohl drei von ihnen in den USA geboren sind. Die Frauen hassten die USA und Israel und seien linksextrem. Seither skandieren Trumps Anhänger begeistert: Send her back, schickt sie zurück. Baltimore. Baltimore, immerhin eine Stadt mit mehr als 600.000 Einwohnern, hält Trump für ein widerliches, von Ratten und Nagern befallenes Drecksloch. Es sei der schlimmste und gefährlichste Ort der USA, legt Trump nach. Bei der Präsidentenwahl 2016 hatten in Baltimore nicht einmal 11% für Trump gestimmt. Fast zwei Drittel der Einwohner sind Afroamerikaner. Shithole Countries. In einer Diskussion über die US-Einwanderungsgesetze soll Trump Länder wie Haiti, El Salvador und alle afrikanischen Staaten 2018 als Dreckslöcher bezeichnet haben. Das Weiße Haus dementiert das nicht, macht sich die Wortwahl aber auch nicht zu eigen. Londons Bürgermeister Khan. Londons Bürgermeister Sadiq Khan hatte sich vor Trumps Besuch in Großbritannien Anfang Juni gegen eine Ehrung mit einem zeremoniellen Staatsbesuch ausgesprochen. Trumps Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten. Khan sei ein erbärmlicher Versager, er habe schlechte Arbeit geleistet und mache einen schrecklichen Job. Khan ist pakistanischer Abstammung und Muslim.